Ja, also mir ist mein Energy Drink umgekippt. Egal, wir sind zurück. Ja, die ganze Zeit, ich hab gar nicht pausiert. Oh, ach so. Oh, hi. Guten Tag. Ja, ich hätte noch mal neu gestartet, wenn wir jetzt Sylvanas gespielt hätten, aber da du noch mal machst. Ja, wir spielen weiter mit den Cyberdrachen. Oh, und okay, mein Gegner hat einen Monster-Scheiß. Boah, das Monster-Mash müssen wir auch noch mal machen. Oh, Monster-Mash, das war ein tolles Deck. Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. Cool, er verbannt nur meine Monster gleich. Oh. Das ist natürlich hilfreich. Einigermaßen zumindest. Das Duell wird auch sehr erfahrungs... Ja, im Mirror Match jetzt das. Beachtet das Deck und die Anzahl an Karten. Und die DNA-Operation, das gefällt mir doch gleich. Ja. Alles, was mir jetzt noch fehlt, ist irgendwie ein Cyberdrache oder so. Ja. Weil die Ost hat gerade gepasst für das Maschinendeck. Also, ja, irgendwie schon, ne? Aber im Moment ist der zu mächtig für mich, unglaublich. Ja, nicht schlecht, ne? Das ist der Verbanner des Strahlens. Na, die Zauberkarte hat den Nachteil, ich brauche erstmal einen Cyberdrachen im Friedhof. Ja. Dann kann ich suchen. Ja, die Hand ist gerade echt geil mit ihm. Jetzt ruft er noch einen von denen, das ist heftig. Ja, Bodenlose direkt entfernt, wird dann doppelt entfernt. Boah. Und er greift mein Cybertal an. Ich glaube, ich lasse den Angriff durchgehen, dann verliere ich Lebenspunkte und mein Monster ist verbannt oder ich verbanne ihn selber. Oh. Ich verbanne ihn selber mal. Oh. Ja, wie du meinst. Das ist nicht gerechnet. Ja. Das war eine scheiß Entscheidung, Colin. Ja, ich weiß, aber ich denke, das ist schon die bessere. Ich glaube, ich bastel gleich mal schnell Monster Mash zusammen. Das war ja auch bei dem... Welches Turnier? Drei Könige. Genau, Platz 3 oder 4 sogar. Ja, irgendwie so... Auf jeden Fall auch unter den Top 8 Monster Mash. Einfach aber nur Monster. 40 Monster in einem Deck, ja. Sehr überraschend, was man zieht. Zauberfall oder Monster. Genau, ist ganz nett, weil der Gegner zum Beispiel alle mystischen Raumtyphone totzieht. In dem Deck musst du dann noch eine Fallenkarte reinpacken und das ist dann diese, was du beraten musst, was der Gegner von Handkarte hat. Monster oder Monster. Du musst da drin sein. Welcher hat er wohl? Das war so geil, ne? Monster hat jetzt mal. Und dann nicht so, wow. Und einer redet die ganze Zeit, irgendwann muss auch mal eine Zauberkarte sein. Was soll denn das? Alle sagen auch immer auch gleich Zauberkarte, weil sie die schlimme schwarze Loch oder so weg haben. Ja, also hier seht ihr gerade den Nachteil des Decks. Ach du Scheiße, okay, die muss auch noch weg. Okay, ich muss ihn gleich auf die Hand zurückschicken, weil ich sonst gar nichts machen kann. Wieso kannst du nichts machen? Ach so, bodenlos. Alle Monster werden verbannt. Alter, das ist echt hart, ey. Törichtes Begräbnis. Ja, das ist jetzt spielt er einen zweiten. Nee, einen Soul Reaper. Jetzt mild er dir Törichtes. Also. Genau. Ach so. Das wäre natürlich blöd. Der Reaper raped dich. Naja, aber das muss ich eingehen. Ich kann das nicht auf ihn spielen. Das muss ich auf den gleich machen und. Komm, Törichtes. Nee, okay. Man. Hart, hart, hart. Okay, er kann nicht mal normal beschwören. Da mach ich gleich Bullshit. Das, ja, das geht. Das Bullshit ist jetzt auf jeden Fall möglich. So, und tschüss. Tschüss, Verbanner des Strahls. Verbann dich selber. Oh nein, Dark Bright. Das wird mir so im Lauf. Oh, ein Glück, ey. Ach ja, stimmt. Da war ja was, ne? Da kann alles Mögliche kommen. Und jetzt kommt so Double Sum. Das wird so erbärmlich. So, ich bin nochmal aus. Ja, das wäre dann echt blöd gelaufen. Na? Ja. Oh, auch noch ein Cyberdrachen, den kannst du da spielen, ne? Das geht viel stylischer. Ja, wenn du meinst. Aber dann kannst du Dings nicht. Oh Mann, ehrlich. Okay, ich spiele meinen Cyberdrachen aus. Oh cool, einen mystischen. Ich spiele ihn gleich aus. Witzig. Bene, woher kannst du eigentlich hell sehen? Bist du ein Seher? Ja? Ich bin der Seher Lüfix, junge Sakura Mann. Auf Regenvoll Sonnenschein, pass mal auf. Ach, scheiß die Wand an. Ich kämpfe wohl zu oft gegen diese Lappen, leider. Der Froh ist halt nicht so. Ich könnte jetzt einen stylischen Zug machen, der mich mal Karten kostet. Es sei denn, es gibt einen Trick dabei. Das kannst du wohl machen, musst du aber nicht. Kannst natürlich auch einfach angreifen, Gefahr ist allerdings. Ja, da ist eine gewisse Gefahr da. Da war eine gewisse Gefahr. Ein weiterer Effekt von Cyberdrache 3 wird er verbannt, wähle ich einen Cyberdrachen auf dem Feld aus. Aber kann diese Runde nicht zerstört werden. Oh, cool. Party, party. Tja, sein kleiner Soul Reaper im Angriffsmodus. Wird ein bisschen geraped. Oh ja, tschüss, das ist gerade ein bisschen laut. Oh, wow, wow. Oh, ey. Hart.
Der ganze Inferno wäre doch jetzt voll geil gewesen. Ha? Und ich Damage. Ja. An sich selber. Genau. Hättest du noch anketten können. Was anketten? Begrenzter Inferno, hättest du noch anketten können. Ach, genau, hätte ich mehr Damage bekommen. Ja, das wäre doch gar nicht überlebt. 4200. Würde er mal gewinnen und könnte dann sich einen abzwirbeln. Okay, ich lasse ihm erstmal noch seinen Spirit Reaper. Nächste Runde wieder. Jetzt komm, mal sehen, ich versuche mal wieder meine Seherkräfte vom Ausschlagen oder sowas. Wenn dein Drache weg ist, dann beschwört er wieder seinen Gollum da. Na? Na? Nee. Nee, schade, egal. Er wechselt schon in Death. Egal. Eine Auf Regen folgt Sonnenschein. So. Auf Regen folgt Sonnenschein. Ja, Das ist echt ein nerviges Volldeck. Ja, ja. Was macht er? Hammerstoß, der geht nicht kaputt. Was macht er? Von denen gibt es aber zu viele in Unranked und da gibt es Trolldecks und mir jetzt halt nicht ganz so toll. Und ich denke so, alles klar, er hat erst mal drei Handkarten. Und ich denke so, und ich denke, dass er erst mal wieder so laut. Ja, ehrlich mal. Hammerstoß. Ja, das ist Trolldeck. Oder Laufdeck. Ja, das war ja so ein Laufdeck. War das denn so ein Laufdeck, das von dem Lauf gespielt wird? Genau. Die Musik ist gerade voll laut. Hoffentlich ist die nicht zu laut nachher. Ja, ja. Dann ist es halt jetzt gerade so. Die anderen waren nicht zu laut auf jeden Fall. Die Gefahr ist jetzt nur gerade, dass das vielleicht ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Erstmal geschieden bei Silvanico. Wenn es lange braucht, dann muss man Deck werfen. Warum spielt er eigentlich so viel verdeckt? Will er mich verarschen? Nein, das ist wenig Sinn ergeben. Silvanico, okay, muss man. Und mal wieder Cyberdrache 3. Ja, und dann kann man sagen, dass man alle Attack legt. Na, nochmal magische Zylinder. Dann wieder magische Zylinder. Oh, dann lass dich aus. Aufpassen. Jo. Geplant. Kommt Spiegelkraft oder so. Genau. Er sollte Spiegelkraft machen. Feuerfaust. Nice. Scheiße, ey. Mann. Schad. Na komm, wie soll ich doch begrenzt seinen Ferner auf den Kreis? Ja, das wäre. Alter, das ist echt nervig, das Duell. Hart. Ja. Witzig ist auch Feuerfaust mit so 50 Karten oder mehr. Selbst das läuft dann irgendwie. Kann laufen, wenn du nur die richtigen Karten da hast. Bär. Zum Beispiel. Da haben viele super. Ja. Aber ist ja nur den einen Vogel da, diese Kombo da hinten, dass du dir Synchro holst. Das also, ist ja auch mit den Karten da stellen, wenn du den ganzen Synchro hast. Kann man noch ein paar, beispielsweise die Zauberkarten, indem du die Feuerheilung oft zu gut spielst und dann auf den Synchro wiederholen musst. Ja. Noch was durchgehen. Ich spiele nur einmal in den Deck momentan. Ja, oder das wird ja, wo du alle auf dem Kilo kommen kannst mit 200 Def oder so. Ja, aber welcher von uns 200 Def? Geist, Mann. Panther. Oh, würde das weg dienen. Ja, die beiden reichen schon komplett. Schön. Ja. Okay, er will weiter rumtrollen. Mehr kann er mit dem Deck nicht. Oder so. Hättest wo schlimm ist Desaster, wenn man das braucht? Ja, wo? Oh. Das glaube ich gerade sein. Das ist sein Tag, weißt du? Er kommt gleich. Das ist schon. Sein Zwirbeltag, ey. Oh. Warum hat er nicht aktiviert? Ja, verklickt. Achso. Ernsthaft? Natürlich. Ja, ich verstehe nie, was die sich denken, aber schon. Ja, er denkt jetzt total, dass er voll am Gewinn ist und darum macht er jetzt. Er denkt einfach, yes! Oh, das ist echt hart. Naja, jetzt ist sowieso sein Feld fast leer gleich. Ja, jetzt fusionieren wir eine Runde. Eine Runde Zwirbeltime. Aber erstmal verbann ich noch einen Cyberdrache. Boah, kann nie schaden. Das kann nie schaden. Gucke, der Song ist jetzt wieder leiser. Jo. Da muss ich, boah, das wird nachher beim Schneiden nervig, wenn ich dann die Lautstärke regeln muss von dem einen Song jetzt, ein bisschen runterregeln. Yeah. Dark Ripe, tu es. Hat er Maschine. Schon. Ja, dann macht er noch. Na, er denkt sich jetzt DNA-Operation. Okay, alles sind Maschinen. Ja, das denkt er sich erstmal. Ich bin so gut, Brian! Ich bin so gut! Das ist echt voll das penetrante Deck, ey. Ich sehe, dass ihr heute okay, nicht okay, kann noch irgendwas werdet. Anderes austreuen. Ich wette, das ist noch ein magischer Zylinder. Tja. Nee, das ist dieser andere, dieser Dimensionsblad, der denselben Effekt hat wie der Zylinder. Scheiße. Das ist gerade echt nervig. Ja. Fantastisch, ey. Ja, ja. Kann ich auch nicht spielen. Okay, greifen wir einfach an. Und wir werden sehen. Wie viel hat jetzt dein Cyberdrache? Genug für den Zylinder. Also schon für diesen anderen da. Auch 1,6, aber das reicht aus. Und dann kann ich gleich. Ach ja, jetzt kannst du es ja schon machen. Jetzt kann er ja nichts machen. Immerhin, immerhin.
Main Phase 2, ja, und dann ist auch Spirit Reaper weg und, oh, den auch noch natürlich. Ja, ich habe eine bonuse Fallgrube zum Schutz. Gut. Denn egal was er spielt, ich überlebe das. Ich prophezeie, das verdeckte Monster hat genug Power für. Nein, Spaß. Das ist wahrscheinlich verbannertes Licht. Oder der glänzende Elf. Die Schwucht, einfach so. Die Schwuchtel. Einfach so. Das wäre echt hart. Ordentlich Müll auf. Aber die Schwuchtel greift den Kartenkavalist an. Ja, geil, so wie dann Funken oder Okazi. Das wäre so geil. Komm. Hart, so. 1200! Wir haben eine Operation noch. Genau, nein. Wieso nicht? Weil sich das nächste Runde eh zerstört und alle meine Zauber und Fallen mit. Ach so! Ja. Ah, okay. Das wusste ich nicht, dass auch deine Zauber und Fallen zerstört werden. Alle sind dafür weg. Was hast du noch verdeckt da? Ah, Bodenlose. Deswegen hoffe ich mal, dass er jetzt Monster ausspielt. Dass du sie nicht verschwendest. Ja, das ist ja ziemlich schade. Ich meine, er hat doch kaum Power. Er hat doch irgendwas, was darüber kommt. Und er hat einen magischen Zylinder gesettet. Oder Dark Boy. Nummer 3 jeweils. Das kann ich diesmal nicht vorhersehen. Das weiß ich diesmal wirklich nicht. Aber irgendwie hat er bisher nicht viel außer magischer Zylinder Dark Boy abgerissen. Braucht er auch nicht. Ja, irgendwie gewinnt er damit auch noch. Das ist erbärmlich hier gerade. Und jetzt verteidigt er sich einfach. Das war natürlich witzig. Okay. Ich hab grad gegen ein Lattendeck verloren. Das war geil. Gorilla. Das ist echt geil jetzt. Das war ein harter Rape, ey. Der solltest du hinter machen. Maschinenmutation. Wir sind überhaupt nicht anti, die Karte gegen dich. Scheiße. Okay, nächste Runde. Da proll ich rum. Ja, das ist auch was machen. Das war jetzt richtig gut gewesen. Einfach ganz stumpf. Na, ciao. Das ist natürlich auch geil. Jetzt kriegst du noch einen zweiten davon aufs Feld und kannst bei beiden. Na, Jungs. Nice. Ja, und fühlt sich noch ein. Auf ihn ist das echt gut, ey. Ja, ich habe keine Dreier. Schade, dass man die nicht dreimal spielen kann. Ja, das wäre noch toller. Das wäre echt Spaß, ey. Hatten schon, vorhin hatten Colin und ich schon kurz geredet, ob der eventuell sogar wieder auf 3 kommt oder so. Eher nicht. Die Chancen sind. Glaub nicht. Wäre nice, aber. Ja. Ja, das wäre echt nice. Kommt drauf an, wie der jetzt in nächster Zeit halt gespielt wird. Kommt nicht nur darauf an. Ja, okay, klar. Kommt aber darauf an, dass er 3 Karten millen kann. Und wenn er zerstört, eine Karte zieht. Ja. Das regt mich immer so am meisten auf, dieses mit einer Karte ziehen. Ne? Na, das ist echt penetrant, aber trotzdem, wenn in keiner spielt, sind die Chancen natürlich entsprechend höher. Der gerade bei Karten, die nicht so viel genutzt werden. Da können die dann natürlich auch ein bisschen mehr so. Ja, soll ich mal wieder aber er wird halt gespielt. Ich glaube eher, dass sie hochgesetzt werden würde, wenn sie irgendwie ein Deck supporten wollen. Ja. Aufrichtig demnächst. Kommt die auf 2 oder so vielleicht? Ich meine Lichtverpflichtet. So. Also aufrichtig ist in Japan auf 2. Ja. Ich meine Lichtverpflichtet, das wird ja gesorgt. Supported. Ja. Und Bujin. Ja. Unsere Freunde. Und Geistreck. Okay, was haben wir hier? Magischer Zylinder, Dark Gripe. Was ist die letzte Falle, Bene? Magischer Zylinder, Dark Gripe. Das ist die Detonation. Nee, das ist dieser andere Zylinder. Dieser Dimensionswall, bla. Der den gleichen Effekt hat. Fast den gleichen Effekt. So, jetzt reißen das Tribut. Ich zieh 2 neue Karten. Jo. Ja, wäre natürlich witzig. Holen wir jetzt dieses Cyber-Netzwerk, das ist viel cooler als das andere. Ja, das andere ist nicht so toll, ne? Maschinenduplikation, ja, nochmal 2 weitere. Und nochmal eine. Und dann hast du alle rausgesucht, ne? Wabi Bobble! Ich hol mir auch nicht den. Ach so, Cyberdrache. Den kann ich gar nicht holen, das ist auch kein Cyberdrachenkern mehr. Ah ja, ist ja jetzt Cyberdrache. Cyberdrache, sieht man doch. Stimmt, da war ja was. So der Fuck, ey. Guck mal, der hat so 2 rote, dünne Tentakel. Ja, das könnte fast ein Engel sein. Irgendwie schon, der rote Kern. Was könnte sein? Ein Engel. Guck mal, der Kern da. Ja. Das ist voll gut. Guck mal, ein Cyberdrache. Guck mal, sein großer Bruder kommt auch noch. Und er so, guck mal, Schwerkraftblendung. Muss ich mal lachen. Das ist jetzt echt cool. Einfach so. Ja, FCs und so. Aber zieh mal 2. Okay, stopp. Das ist echt unheimlich, aber auch immer wenn man es sagt, ne? Man darf eigentlich nicht sagen, was da ist. Was sonst? Sagen, jetzt hast du 2-mal die Falle. Dass da nur Scheißkarten sind. Genau, was für eine nice. Zauberkarte kannst du, glaube ich, spielen, ne?
kann ich. Wenn du willst. Ja, wenn du willst, sag ich ja nur. Ja, warum soll ich jetzt schon was suchen? Wow. Weiß ich nicht, du kannst einfach was suchen, hallo? Ja, ich kann was suchen, wenn ich die Hallo? Karte brauche. Hallo? Dann weiß ich es besser. Bene, das passt gerade nicht. Doch. Nicht gerade. Nicht gerade, doch. Ein bisschen schon. Geht. Und Dimensionsalchemist, das ist auch so eine Schwuchtel. Ah. Aber irgendwie will ich keine Erzwarnung gegen den machen. Das wäre doch viel schwuler. Was kann der? Schwule Sachen. Er kann die oberste Karte aus seinem Deck verbannen. Damit du noch mehr Schaden für das Dynamit bekommst. Das Dynamit kriegt er irgendwie über 100 pro entfernt oder 300? 300. 300 pro entfernt. Ja, waren ja ungefähr 10 oder so da draußen. Ja. Oh Gott, das aufgeht. So ziemlich genau 10. Okay, er hat noch 2 verdeckte Karten. Das ja, sind noch garantiert magische Zylinder und Dark Quark. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Also muss das auch sein. Weil wir die letzte Erreichenden gesagt haben, also noch mehr so gesagt haben als den anderen Dimensions. Perfekt gezogen. Ja. Inferno muss 8 Beschwörung. Ey, kann sich 3 Dimensionsalchemisten holen. Ja, hoffentlich hat er die auch weg. Oh, Scheiße. Ah, oder einen Cyberkern natürlich. Wabi Bubble. Cyberdrache und jetzt hast du ein volles Feld. Ja. Jetzt kommt Dark Drive. Ja. Ja, stimmt ja, genau, da war ja was. Wir haben verkackt. Dark Drive, komm! Cool, du musst es machen, das ist deine Pflicht. Das ist deine verdammte Pflicht. Ey, überleg, soll ich? Ich will lieber 3 von diesen kompliziert. Er ist voll überfordert. Genau, er denkt sich, oh cool, er kann sich 3 davon holen. Egal, ich hab 3 von den Schwuchteln. Ja, das ist seine Power. Das kann sein, dass er so denkt, wer weiß. Oder er trollt gerade ordentlich und überlegt, ach, wann soll ich ihn... Oder er ist gerade kacken gegangen. Kann natürlich auch sein. Und währenddessen am Zwirbel, auf seine Kackwurst. Oh Gott. Er zwirbelt sich ein, weil er ihn gespielt hat. Er zwirbelt sich ein beim Kreis. Oh Gott. Ja, Wanky steht ihm und kommt dann. Dann kommt er in die Wix-Welt. Nee, Wanky. Shit, ich bin Welt. Heftig, seine okay. Welt. Na? Hi. Alles. Noch alles, einer. Alles. Und noch einer. Na, Jungs? Reißender! Kann er nicht mehr. Nee, aber wohllose Fallgrube. Sind die 4 auch wieder weg? Das wäre jetzt echt geil. Sind dann entfernt, dann kannst du eine Fallenkarte aktivieren und naja, in 3 Runden. Ja, yeah, die Schwuchtel! Yeah, oh, komm, Mann, der nächste muss auch noch kommen! Ja, er dachte, ey. Oh man, der hat doch echt scheiße gefressen. Aber mal sehen, vielleicht geht er noch voll ab hier mit seinen verdeckten Karten. Bestimmt. Oh ja, da muss jetzt was losgehen hier. Das Munchereck. Ich bin enttäuscht, dass Müllopost haben. Ich will nicht wissen, was er hat. Ja, ist so. Jetzt geht er, glaube ich, raus und ist beleidigt, wenn du jetzt ihn machst. Kann sein. Weil jetzt macht er wohl so. Erklär mal kurz den Effekt, wo du es gerade gerufen hast. Ich hänge ein Material ab und 2 verdeckte Karten sind weg. Mal sehen, was hat er da gehabt. Ehrlich? Und welche noch? Dark Prime und Magenta. Wir können hell sehen. Ja. Nee, Lüfix kann hell sehen. Ah, oh, ich kann auch einen davon spielen. Oh, yes. Telefon! Hey, was ist denn hier los? Keine Ahnung, was ist denn los? Geworden, oder was? Ja, klar. Alle anderen machen Let's Plays so gut, ey. Wir wollen ein Kind von dir. Ja, genau. Leider sind das nur Kerle Mitte 40. Also, oh. Schreiben das mal unter den Kommentaren. Oh, hart. Das ist böse. Ein paar nennen sich dann so Rika-Chan und so, dann denkt er so. Oh, ich will nicht so was Gatschi Gatschi. Gatschi 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 Gatschi. Voll schnuckig seine Stimme. Ja. Noch ein wenig Verteidigung aufbauen. Ach ja, darfst du ja nicht angreifen die Runde, ne? Doch, darf ich. Ha? Ich hab die Falle nicht aktiviert. Das war nicht die, das war Inferno, muss achten. Achtung, bin ein bisschen da weggehen. Alles klar. Sonst steckst gleich deinen großen Zeh in mein Mikrofon rein. Ja, Dingen haben. Sag das nicht so, das klingt echt böse. Ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. Okay, er war zu dumm, um Dark Vibe zu aktivieren und dafür wurde er bestraft. Ja. Er wollte die Dimensionsalchemisten haben und er dachte, damit kann ich mich verteidigen. Das war sein Gedankengang. Genau, er dachte sich, oh nee, die sind doch eh zu heftig für ihn. Ja, das war sein simpler Gedankengang. Oder er dachte, du willst den Chimera Übertech drachen und er kann dich in einer Runde totschützen mit Dingen. Tja, was er wohl so denkt, das will ich gar nicht wissen. Und jetzt hat er magischer Zylinder, Dark Vibe und Dimensionsriss. Er ist heftig. Dimensionsriss, ich glaub's nicht. Okay, es ist Game Over. Er hat Quartz auf der Hand, was ihm nicht springen würde. Ich denke Vogelscheuche. Ja. Was das Duellrainer zugern würde. Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, ich muss Gurt nicht spielen. Ja. Nee, Gurt wäre zu heftig für sein Deck. Außerdem kann er Gurt eh nicht spielen. Ja. Was? Nein, doch, den kann er spielen. Ja, natürlich. Wenn er cheatet, dann kann er nicht spielen. Ja, mit dem Herz der Karten. Genau. Okay, und kann Finale. Man das. Scheiße, ey. Ja, unglaublich, dass es Finale gibt. Ja, unglaublich, dass es ein drittes Duell gibt. Ja. Ja, unglaublich, ne? Ja, wer spielt hier eigentlich immer so scheiße? Ja. Unglaublich. Wer labert denn immer so Blödsinn, wenn man mal einen Fehler macht? Ah, ja, ich weiß es auch nicht. Alle. Egal, wir werden es herausfinden. Was soll denn der Schock? Ja, ey, was? Ein Schinken, Mann. Ey. Ja. Hat ein Schinken. Ah, verdammt. Okay, alles cool, Schinken. Was? Okay. Nein, nicht cool. Na, verdammt. Oh, nice. Nein, noch mal eine nette Kombo. Oh, Flash. Ja, ich hab die Tail. Nein, das ist die Tail. Nein, keine Schleichwerbung machen. Ist so. Dafür kriegst du kein Hier Geld. Steht die Tail. Außerdem hast du von der Seite geschlagen, oder was? Ja, und? Ne? Aber wir müssen von den Hotdog-Dingern erzählen. Die sind mächtig. Na, nein, das ist die Hotdog-Keks-Schoko-Dinger. Genau, das sind so kleine Keks-Hotdogs mit Schoko drin halt. Ach, das sind die? Die sind ja. Scheiße, da sind Nüsse drin, lass doch nicht drauf ein. Die sind geil. Alle so denken erstmal, egal. Außer einer vielleicht noch so, aber Nüsse sind Allergie. Ja, soll ruhig was auf dir rauskommen. Das ist ein Scheiß, ich sag euch, die sind voll böse. Die sind voll crunchig, Mann. Die sind cybertalig. Ja, nein. Bestimmt. Ja. Drehen wir mal ein bisschen. Überlastfusion hast du bisher noch einmal gemacht. Damit ist das echt geil. Maschinenduplizierung und dann den Kleiner rufen. Das braucht doch. Oder Maschinenduplizierung auf den Kern. Nein, das Kern ist ganz blöd. Auf ihn ist viel besser. Ja, beides ist geil. Ich meine, da kannst du jetzt auch zwei Karten ziehen oder einfach nichts machen oder zwei Karten ziehen. Genau. Fuck, right. Ah, es ist so schwul. Warum zieht er immer. Egal. Er hat dreimal drin. Beim Deck, wo er 50 Karten hat, trotzdem zieht er sie immer. Ja, die lohnt sich. Mann, ist das geil! Die lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Ja, kick ihn ordentlich weg, ey. So. Mystischer. Komm schon. Nee, noch ein Dark Drive. Nee, sowas hat er nicht im Deck. Er hat einen Dark Drive. Ja, dreimal hat er das jetzt verdeckt. Wenn er angreift, dann kommt Dark Drive. Mit seinem eigenen Dark Drive, dann Dark Drive nicht. Ja, das müsst ihr echt jetzt mal machen, ey. Ja, solche Leute auf diesem Niveau habe ich schon gesehen. Ich auch. Sie aktivieren eine Karte, negieren die Karte mit ihrer eigenen, negieren dann das nochmal und verlieren dann plötzlich die Verbindung. Ist ungefähr auf dem Niveau von dem einen Heim, der dreimal Dingens aktiviert hat. Hammerschuss. Oh, Hammerschuss gegen ein Monster, das von Na, guck mal, also drei magische Zylinder und noch ein Dark Bride. Komm. Greif mit Cybertal an. Ist so, dann aktiviert er sicher was, ey. So dumm ist er doch. Am Ende aktiviert er noch Spiegelkraft mit denen. Oh, egal, was soll's, ich gönn's mir. Ja, Komm, Endphase und fertig. Was wird's sonst? Ich kann auch einen zweiten Spiel mit beiden angreifen. Oder einfach zwei Karten ziehen. Ich könnte mit beiden angreifen und dann zwei Karten ziehen. Willst du bestraft werden? Die wird aufrecht. Nee, ich greif einmal an. Okay. Ich will es einfach. Bestrafung. Ich könnte es mir gegen den. Magischer Zylinder, los. Ja, vielleicht macht er das. Ja. Und dann geht er raus. Jetzt guckt er erstmal her. Kann der irgendwas, wenn er nicht angreift? Bam! Ja, ist er. Okay, das war's. Hart. Das war ein harter Schlag für ihn. Ja. Glaub ich auch. Aber ich glaube, er zieht keine Monster. Ich sehe, dass er eine Karte setten wird und seine Runde beendet. Ja, von mir aus kann er jetzt irgendein Monster ziehen. Das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Den Fallenmeister. Ja, er ist cool. Wow. DD Überlebender. Ja, der wird gleich ziemlich verwirrt und verloren machen. Ich werde überlebt. Es sei denn, er hat Dark Bride. Ach ja, Blödsinn, er hat Dark Bride vergisst. Wenn er es nicht hat, ist natürlich echt blöd. Yeah. Das rockt, man. Musst du es nicht auch noch die Fallenkarte aktivieren können? Kommt jetzt ja. Achso. Jetzt ist er ja erstmal wieder dran. La. Und jetzt kommt Dark White. Oder? Ey, überzeugt. Oder ist Lukas direkt wieder. Komm, aktivier einfach Dark White. Wir wissen, dass du es verdeckt hast. Wir wissen, dass es dein Höhepunkt ist. Komm. Oder aktiviert es nicht und gleich liegt es da. Warte. Also kann er auf jeden Fall was aktivieren. Ja, was aktivieren kann vielleicht er. Vielleicht ein Mystischen. Ja! Okay, wie kann es sein, dass er in jedem Duell, ich glaube jetzt jedes Mal zweimal Dark Pipe hatte? Mindestens, ja. Oh mein Gott, ey. Aber du hast wieder eine volle Hand. Weil er eine kleine Knackwurst ist, ey. Naja. Ja, irgendwas stimmt da doch nicht. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Er cheatet, ganz klar. Ja. Ich meine, er hat ein 50-Karten-Deck. Dark Pipe. Na, vielleicht hat er Dark Pipe 10 mal drin. Oh.
Wirklich? Und 10 Mal dann auf Dingens drin, ne? 42 Karten. Oh, 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 okay, oh, oh, nur noch 2 Karten übrig. Wenn du schaffst, über den Typen aufzurufen. Oh, ja, cool. Cyberdrache, Dings mit dem Kern dann. Kannst dir 2 Cyberdrachen holen, den dicken und beide verdeckten weghauen. Oder habe ich jetzt falsch gedacht? Du hast falsch gedacht. Na. Ich kann mir einen Cyberdrachen holen. Ja, special. Dann Dings da. Ah ne, da kommt der automatisch entfernt durch seine, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, feuerliches Begräbnis, ein Kern im Friedhof, Kern entfernen und dann kannst du ja noch ein Cybermonster holen. Aber damit werden ja alle Monster automatisch. Alle Karten werden automatisch. Ja, deswegen ging es nicht. Moment mal. Ja, das war schon mal gut, der Karte-Set. Feuerliches Begräbnis ist verboten, Steffen. Er meint ja auch töricht. Ja, meine ich auch. Natürlich, törichtes Begräbnis, Pierre. 800 Lebenspunkte zahlen, dann kannst du ja Monster aus dem Friedhof holen und damit auch. Hey, ich kann es sagen bei meinem Buch des Mondes. Wir müssen die Kontrolle tauschen mit Monstern. Ja, dein Buch des Mondes ist toll, Bena. Ne? Immer noch. Toll. Der DD überlegende. Ja, ja, irgendwie hat der so ein Schweineglück beim Ziehen. Ich hatte nur Pech, unglaublich. Aber er war Schrottdeck. Ja, naja, aber das Schrottdeck reißt sich gerade weg heute. Er geht gerade voll ab, ey. Ja, weil komischerweise immer 5-mal Dark Vibe fast. Er ist mit 2-mal bis jetzt aktiviert. Ja, aber das Beiß ist auch noch Dark Vibe und diese Karte ist Dark Vibe. Nee, die in der Mitte. Nee, die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Ich habe das Millenniumsauge, ich weiß es. Arsch! Du weißt gar nichts. An deinem Arm. Ich bin ein Yugi-Boy, ich kann alles sehen. Zucker deinen Schwanz. Lass mal stecken. Ja, Joey, hau ab! Was glaubst du, wo man seinen Großvater da eingesperrt hat, um mit ihm zu spielen? Haha, wie gay! Kaios! Ist doch noch die Schmuckel. Komm auf Zwangs, dann kannst du ja gleich. Na, dann ist zumindest die dritte Dark Pride weg. Honor of DNA-Operation getroffen, er will mich verarschen. Aktivier einfach beide. Was soll's? Nee, das würde er machen, mach's lieber nicht, geh nicht auf sein Niveau. Ja, homotastisch. Er nervt ohne Ende. Ja, ein homotastisches Glück. Könnt ihr auch mal sowas zu sagen? Was? Ja. Nein. Das ist ein Höhepunkt, ey. Da denkst du, Mann, ist mein Deck geil, ey. Ja. Das dauert gerade voll ewig, aber auch, ne? Ja, aber das warte, ist. Warte, warte, geht doch. Schon mystischer Raumtyphon oder. Was ist das für eine Feldzauberkarte, die er gespielt hat? Oder nochmal nicht, wieso nicht? Ja, endlich. Na, endlich, komm jetzt aber. Aber er hat eh noch ein Dark Boy verdeckt, das bringt eh nichts. Du kannst gleich auf der Hand lassen. Er kommt mir jetzt echt noch verdeckt, dass er so episch. Ja, das wäre wirklich ein bisschen hart. Er macht es aber, komm, er muss es jetzt haben. Warten, ja, wir warten. Ja. Jetzt spielt der Dark Ride verdeckt. Und wir warten. Was ist das für eine Petzauberkarte, die er gespielt hat? Immer noch die Chaos-Zone. Kenn ich nicht. Immer wenn Monster verbannt wird, kommt eine Marke drauf. Dann kannst du Marken entfernen und dir Monster in Höhe der Stufe, in Anzahl der Marken holen. Ah, okay, cool. 4 Marken ist eine Stufe 4 Monster und sowas. Ah. Und wird die zerstört, kannst du auch noch irgendwie was holen oder so. Oh. In Höhe der Anzahl der Marken. Ja, okay, das kommt ja einiges. Doch, stimmt auch. Jetzt kommt Bodenlose. Tja, ja. Ja. Ich gönn mir einen Cyberdrachen. Ja, aber wobei, gegen den DD überleben übrigens eh nichts. Ja, seinen Zug überlebe ich so oder so. Wenn er Dark Wipe hat, ist es Game Over. So ziemlich, ja. Ey, ich könnte als keinen Schock. Als deinen ziehsten mystischen. Dann hast du natürlich Glück gehabt. Ich könnte Kaios auf die Hand zurückschicken, dann opfert er ihn und verbannt mir wieder eine Karte. Wahrscheinlich die hier. Ja. Kannst auch Kaios nach dem Angriff. Während des Angriffs. Ich kann ihn auch einfach da lassen. Das geht natürlich. Nee. Nee, nee. Oh, ein Kaios. Oder er. Keine Ahnung, wer das ist gerade. DDM, Meister aus einer anderen Dimension. Das ist voll heftig. Komm, aktivier wieder Dark Vibe. Und zwirbel dir sowas von deinen ab. Dass die Vorhaut kaputt geht. Alter, Gottes Willen. Ja, vielleicht passiert's jetzt. Okay, kann ich's aktivieren. Achso, gut.
Na, dann kriegt der Kaios wieder. Nupa! Und... So, und alles weg. Schmugges. Mit Schmugges geraped. Was hat er noch? Oh nein! Geil! Der ganze, Trollverein. Ey, die Fallgrube hat uns letztes Mal gegen Andreas und Fischer das Duell gekostet. Ja, ja. Also richtig, ey. Gegen Andreas und Fischer. Das sind jetzt die Neuen. Die fühlen sich richtig toll, weil die ganz knapp gegen 11 Schwertkämpfer und Co. gewonnen haben. Und Schwertkämpfer von Lannister. Genau. Und sie haben gesagt, sie haben ein gutes Deck und sind richtig gut. Ja. Genau, die haben sich irgendwie selbst fast alles weggeschossen aus ihrer eigenen Dummheit. Das war schon echt witzig. Ja. Oh Mann. Die haben nur mit Zen-Mines überlebt, weil wir den nicht loswerden konnten mit dem Elfenschwertkämpfer. Ja. Hätten die und ich unsere Fallgrube getroffen mit mystischen Raubtreffen, dann wären die Game Over. Dann wären die echt weg gewesen, weil die konnten 5 Züge lang. Ja, irgendwie 5-6 Züge lang konnten unsere beiden Elfenschwertkämpfer theoretisch direkt angreifen. Ich glaube, ich sogar noch die Mini-Elf auch irgendwie dabei. Aber da war halt Zen-Mines. Tja, genau. Ja. Egal. Zen-Mines ist böse gegen den Elfenschwertkämpfer. Und wir waren zwangs rein und wir sind unbesiegbar. Zen-Mines ist schon richtig. Oh yeah. Das ist so geil. Nächste, der The Rape End, bitte. Ah, die Gülle, jetzt ist mal endlich vorbei, ey. Mhm. So, jetzt aber. Willst du nicht erstens halber Drachen rufen? Als Spezialbeschwörung von der Hand den? Ja, ich hau mir den ja nur einen Krieg hoch. Achso. Spezialbeschwörung, noch einen zweiten und ja. Warte mal, wann konntest du jetzt Überlappfusion spielen? Ich brauche nur ein Cyber, auch nur eine beliebige Anzahl an Maschinen auf dem Feld oder im Friedhof. Ah, geil. Ah. So, da lernt ihr mal den Cyber Dragon Nova kennen. Ja, wunderbärchen, die Karte. So, Naja. Genau, erklär mal, Conan. Erstmal kann er Material abhängen und einen Cyberdrach aus dem Friedhof wiederholen. Dann habe ich die Kosten für die Exilsbeschwörung wieder drin. Dann kann ich einmal pro Zug einen von der Hand oder vom Feld verbannen und er kriegt 2-1 Angriff dazu. Da hat er 4-2. Mhm. Und würde dadurch einen Karteneffekt zerstören, kann ich mir ein Fusionsmaschinenmonster aus dem Extra-Deck holen. Also gar nicht. Also ein Cyber-Enddrachen oder sowas in der Art. Also ein bisschen überpowered, aber. Geht, ne? Na, er ist nett. Er gefällt mir. Ist er auch im Structure Deck mit drin? Klar. Ach ja, und seinen Effekt kann man auch in beiden Zügen nutzen, also mit Angriffspunkten erhöhen. Ja, also auch wenn der Gegner angreift, kann ich mal eben einen aus der Hand verbannen und naja. Der Gegner hat dann nicht so viel Spaß. Ah. Für gewöhnlich jedenfalls. Und nächste Runde will ich einfach Überlastfusion aktivieren. Was? Ja, und dann Decken holen, ne? Da kannst du, glaube ich, nicht sehr viel holen, also nicht so viel Power. Aber irgendwie will ich die heute noch aktivieren. Ja, warum? Und das ist das letzte Duell. 1, 2. Jetzt Menschenfresser. Ja, im Moment habe ich nur einen da drin, das lohnt sich einfach nicht. Wollen wir wetten, das ist Grafrecht der Spion? Grafrecht der Spion? Ja, weiß ich nicht. Verbanner des Wächters. Ich weiß nicht, warum ich bei dem Deck immer am Grabwächter denke jetzt gerade. Ich denke einfach mal an. Warum denke ich da Dings dran? Stimmt. Ich mache jetzt mal einen geilen Zug, wo ich ihn erledige. Hanne. Oha. Jetzt seht ihr mal einen epischen Zug. Epe? Du kannst beide Texte sogar noch, oder? Ich hab nur einen im Friedhof. Ich spiele Hanne, ja. Also so einen Zug habe ich damit bisher nicht gemacht. Und das ist auf jeden Fall episch, das verspreche ich euch. Das ist episch, okay. Ja, erhöhe ich jetzt erstmal die Stufe von allen auf Stufe 5. Oh, ja. Warum nicht auch so? Nicht so. Nein, ich muss ja genau 2 zerstören. Du kannst ja deine eigene zerstören. Genau, das meine ich ja mit dem epischen Zug. Und dann kommt gleich nochmal ein Cyberdrache wieder und das wird immer toller. Oh, er hat einen Spirit Reaper da. Überraschung. Ja, sehr schön. Und tschüss. Und Game Over. No more. Ich kann nämlich auch erst mit dem Cyberdrachen angreifen und ihn danach nochmal verbannen. Um seine Power nochmal hochzutreiben. Oh yeah. So. Jetzt denkt ihr noch, oh geil, ich überlebe. Ja, total. Oh, wollte ich eigentlich erst um Damage Step, was soll's. Attacke! Bam!
Jawohl, you win. So sieht's aus. Ja, der Loa-Drache eben. Und er hatte einfach nur ein Trolldeck. Er hatte Glück, aber naja, er war ein Loser. Ja, das war er hatte das zum Serverdrachen-Deck. Das war sein. Auf jeden Fall. Seine Karte. Interessantes Deck. Ja, ja, ein interessantes wunderbar. Deck. Ich liebe es. Ich werde es wahrscheinlich auf der YCS spielen. Geh mal aufs Spielpad über gucken, was er überhaupt für ein Deck hatte. Genau, es war. Ja, genau. Replay kann ich hier kurz bla 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 abspeichern. Ja. Oh, ich habe auch weiße Lappen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis. Wieder schauen reingehauen. Genau, ist so.